Wer heutzutage von den Finanzmärkten berichtet, der berichtet ein Stück weit aus Absurdistan. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster mit eben diesem Titel. Denn es gibt an einem eigentlich ruhigen Tag, wo an dem nicht sehr viel passiert ist, doch einige Entwicklungen, die ein bisschen absurd anmuten, ein bisschen merkwürdig anmuten. Und die wollen wir uns in aller gebotenen Kürze mal anschauen. Was meinen wir damit? Wir hatten nämlich heute zum Beispiel die Aussage des luxemburgischen EZB-Direktorumsmitglieds Mersch, der gesagt hat, die Eurozone hat das Schlimmste überstanden. Aber das kontrastiert mit der Meldung, dass in Spanien die faulen Kredite auf ein neues Allzeithoch gestiegen sind, 12,68%. Viele faule Kredite lagern ja aller Wahrscheinlichkeit nach in Zweckgesellschaften, wurden also ausgelagert, tauchen dann gar nicht mehr in den offiziellen Statistiken auf. Das ist praktisch wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges, jeder achte Kredit in etwa. Und interessant auch, dass die Spreads, also die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen spanischen Anleihen und 10-jährigen deutschen Anleihen so niedrig wie seit 2,5 Jahren nicht mehr ist. Sprich, die Risikoaufschläge für spanische Anleihen fallen, aber die faulen Kredite steigen auf neue Allzeithochs. Das ist eine absurde Entwicklung. Das ist eigentlich nicht der Logik von Finanzmärkten entsprechend. Und da sehen wir, dass da möglicherweise etwas im Argen liegt. Seltsam auch heute der Anstieg, der extreme Anstieg der Bitcoins, dieser virtuellen Währung, die über 30% oder teilweise 30% heute gegenüber dem Dollar, gegen dem Euro, gegen fast allen wichtigen Papierwährungen gestiegen ist. Das ist ein Anstieg, der sich schon seit Tagen fortsetzt, und man kann sich nur fragen, warum ist das so? Warum passiert das so? Was steckt dahinter? Sind hier einfach die normalen Mechanismen von Marktlogiken außer Kraft gesetzt? Es sieht fast so aus. Normale Mechanismen von Marktlogiken, auch das Stichwort hier William Dudley, seinerseits der Gouverneur der New Yorker Fed, ist ja die wichtigste Fed innerhalb der verschiedenen Fed-Gruppen oder Fed-Distrikte. Warum? Weil er ist quasi als Chef der New York Fed automatisch Vizechef der Fed und hat einen permanenten Sitz, ist permanent stimmberechtigt. Das ist nur in New York der Fall. Und der sagte heute, er hält es möglich, dass unvorhergesehene Schocks kommen. Er hat sich nicht genau geäußert, was das ist, ein Asteroid oder irgendwelche anderen Dinge. Er meint wahrscheinlich, dass er auch gewisse Risiken sieht, ohne diese Risiken eben genau ansprechen zu wollen. Und das könnte auch ein kleines Indiz sein, dass wir ein bisschen derzeit in einer absurden Situation leben, die so lange vielleicht nicht mehr laufen kann. Wir hatten am Freitag im Markeflüster ja thematisiert, wir haben faktisch in der Realwelt Deflation und wir haben an den Finanzmärkten wie bei den Aktienmärkten, auch teilweise in den Immobilienmärkten eben eine Inflation, inflationäre Tendenzen, und diese Schere, die wird irgendwann in sich zusammenfallen. Das wird nicht auf Dauer so gehen, denn die Unternehmen, die jetzt immer höher bewertet sind, zum Beispiel aus dem DAX, die haben das Problem, wenn eher deflationäre Tendenzen am Markt herrschen, dann können sie ihre Produkte eben nicht für höhere Preise verkaufen, sondern müssen möglicherweise die Preise senken, was dann wiederum die Margen beeinträchtigt, und das rechtfertigt dann eben nicht die Bewertung an den Märkten. Schauen wir uns mal ein paar Charts an, startend mit dem Dow Jones, neues Allzeithoch, na klar, deutlich über der 16.000er Marke. Der DAX tut Ähnliches, deutlich über die 9.200er Marke gestiegen. Ein Muster, das wir jetzt schon seit Tagen sehen. Es gibt kleine Rücksetzer und dann kommt nochmal ein Schub nach oben und dann läuft es seitwärts weiter. Schauen wir uns mal die Volatilität an, hier auf den S&P 12,80, wieder Extremwerte, die erreicht werden. Also geringe Volatilität, wenig Angst. Die Leute sind sehr confident, sind sehr zutraulich, dass alles doch zum Besten steht. Und das sollte uns ein weiteres Warnsignal sein. Dann schauen wir uns mal hier an, das Gold 1272 sieht nicht so wirklich gut aus. Konnte hier diese Erholung nicht wirklich fortsetzen und sieht jetzt einfach weiterhin charttechnisch angeschlagen aus. Schauen wir uns vielleicht nochmal abschließend hier den Chart der Bitcoins an. Wenn wir das hier mal sehen, dann sehen wir hier einen Intraday-Chart mit enormen Sprüngen. Wir sind teilweise unter 540 gefallen, das ist der Bitcoin zum Dollar, und sind jetzt bei 669. Also das ist schon ein etwas merkwürdiger Chartverlauf. Und das deutet darauf hin, dass etwas im Argen ist, dass etwas nicht stimmt, dass die Finanzmärkte ein bisschen außer Kontenance geraten. Das kann noch so dauern, das kann noch so weitergehen. Aber wie lange, das ist die Frage. Ihnen einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.